dann gibt es plötzlich satanische Botschaften und sonst was und wer steht auf der guten Seite und wer auf der schlechten Seite. Die Arbeit bei WEF war zum Beispiel auch das Hakenkreuz. Aber ansonsten, ich hatte ja neulich auch einen Livestream gemacht mit Silke. Da wollte ich auch nochmal auf ein, zwei Punkte eingehen. Da war nämlich auch manchmal, sei es jetzt, also ich habe das auch schon manchmal in Kommentaren gehört, wo die Welt immer so in gut und schlecht unterteilt wird. Da wollte ich heute mal ein bisschen drauf eingehen und dann gibt es plötzlich satanische Botschaften und sonst was und wer steht auf der guten Seite und wer auf der schlechten Seite. Und wenn man zum Beispiel auch bei Root schaut, dann wird gesagt, ja, weil so bei WEF war, dass du dann auf der dunklen Seite ist oder sonst was. Erstmal finde ich es wichtig, die Welt nicht so zu unterteilen und jetzt auch bei Symbolen. So, dann sagen viele auch, wenn man jetzt irgendwie wie Sex und weiß ich nicht was, irgendwelche satanischen Symbole hat. Aber Symbole sind nie so gut oder schlecht. So, alles hat einfach nur seine Symbolik, aber du kannst die immer gut oder schlecht auslegen. Und zum Beispiel auch das Hakenkreuz. So, wenn du mal guckst, ich war in Indien oder auch in Videos, in Indien ist es ein Glückssymbol immer gewesen. Und es wurde halt in Deutschland dann, ja, missbraucht. Und es ist immer eine Auslegungssache so. Auch wenn man jetzt zum Beispiel die Archetypen, wenn ihr euch damit zufällig auskennt, oder auch die Sternzeichen, du hast halt diese Eigenschaften, die sich im Leben immer durchsetzen. Du hast gewisse Charakterzüge oder du hast halt den männlichen, weiblichen Pol. Du hast immer aktiv und passiv. So, wir haben eine polare Welt. Und dann kannst du das weiter untergliedern. Aber nichts davon ist schlecht. So, aktiv oder passiv ist nicht gut oder schlecht. Genauso ist es zum Beispiel dieses Mars-Prinzip. Das wäre so ein, das Aggressionsprinzip. Ja, Widder vom Sternzeichen her, das ist halt genauso. Das ist weder gut noch schlecht. Das ist einfach nur diese Energie von, diese Energie des Anfangs. Und entweder kann man Aggression haben oder man kann es halt positiver ausleben in Form von, ja, in Form von mutig die Dinge angehen und wirklich in diese Richtung zu gehen. Und ja, dann kommentieren halt manche so, dass dann nur weil jemand dieses und jenes gemacht hat, ist er gut oder schlecht. So, das kann man überhaupt nicht sagen. Und genauso ist es eben auch bei Handlungen. Also wenn man jetzt zum Beispiel, du kannst selbst was Positives machen, übertrieben gesagt, wenn du jemanden umbringst. So, wenn du jetzt zum Beispiel damit andere Leben rettest. So, gibt es genug Szenarien, wo das einfach logisch ist und wo das passen würde. Und ja, da ist es weder gut noch schlecht. So eine Handlung per se, du kannst mit einem Messer deine Frucht aufschneiden, du kannst eine, wenn jemand einen Unfall hatte, eine OP machen und jemandem das Leben retten. Oder du kannst halt jemanden damit einfach umbringen. Aber es ist per se nicht gut oder schlecht. Und das ist das Wichtige, mal wirklich so hinter die Fassade zu schauen. Was steckt wirklich dahinter? Und wenn jetzt jemand, wie Frau Dr. Rahm, so, wenn die Gründerin von Root halt auf irgend so einem Kongress ist und einfach, ja, bei Leuten ist, die es vielleicht nicht so Gutes in die Welt bringen, vielleicht will sie die ja auch beeinflussen. Und das hat sie auch sogar selber vorher und danach gesagt, hat sie mir erzählt gehabt. Also sie hat da auch ganz offen kommuniziert, so, dass es da gerade ja wichtig ist, irgendwo Licht reinzubringen ins Dunkle. Und das finde ich ist halt immer ein super wichtiger Punkt, dass ich nicht vom Kopf her so zu beschränken und per se irgendeine Handlung oder sonst was als gut oder schlecht abzutun. Oder auch wenn man dann sagt, okay, irgendwie der Dalai Lama oder sonst wer fliegt so viel und dann wird so viel CO2 ausgestoßen oder sonst was. Wenn das aber wiederum Einfluss hat auf andere Menschen, die dann vielleicht auch immer bewusster werden und dann dafür 1 Million Menschen weniger fliegen, weil er eben einen Vortrag vor den Menschen gehalten hat. So, dann gleicht sich das halt auch wieder aus. Es ist immer ein bisschen tiefer zu schauen. Das ist super wichtig, da wirklich mal hinter die Fassade zu blicken und wirklich zu gucken, mit was für einer Intention meint es wirklich jemand und was bewegt das wirklich, das einfach mal nüchtern zu betrachten und da auch nicht irgendwie vorgefertigte Meinung zu haben, sondern einfach zu gucken. Es ist auch nicht so, dass jeder Mensch komplett gut und komplett schlecht ist. So, es gibt Menschen, so, die haben mal was Dummes gemacht in einer Situation, wo sie schlecht drauf waren.
oder wo sie einfach falsch eingeschätzt haben. Aber ansonsten so sind es super herzliche Menschen. Und da ist es super wichtig, mal ja, wieder einen offenen Blick zu entwickeln. Das wollte ich heute auf jeden Fall mal loswerden. Ich weiß nicht, ob ihr das von euch selber kennt, aber das ist super wichtig, sich einmal auch selber nicht in Schubladen zu schieben, sich nicht selber irgendein Label aufzusetzen, egal bei was, sei es jetzt bei der Ernährung mit irgendwie vegan oder sonst was oder anderen Geschichten. So, das heißt nicht, dass man nicht irgendeine Sache auch macht, aber es ist wichtig, dass man sich da nicht in eine Schublade schickt und da dann irgendwie mit identifiziert und da hört die Intelligenz dann irgendwann auf zu arbeiten. Das ist super wichtig. Das mal als Input heute. So, ich schaue gerade mal. Und ansonsten würde ich euch nämlich schon wieder einen schönen Abend wünschen. Genau, ich mache jetzt noch Frage-Antwort-Runde für die Teilnehmer im Programm. Und dann wünsche ich euch erstmal noch einen wunderschönen Abend, ihr Lieben. Und ja, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.